Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chelan, wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute soll es einmal um die Traditionsausrüstung der Untoten gehen, die man mit Patch 10.1.7 sich jetzt erspielen kann. Und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt einmal zeigen. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns an, welche Voraussetzungen ihr braucht, um das Ganze angehen zu können. Die Voraussetzungen, um die Traditionsausrüstungsquest beginnen zu können, sind einmal, dass ihr einen Untotenschar habt, der mindestens Stufe 50 oder höher ist. Und hier kommt jetzt noch eine besondere Voraussetzung. Ihr müsst einmal eine Questreihe absolvieren. Und zwar geht diese Questreihe los bei Kalia Minasil. Die konnte man damals schon in Shadowlands absolvieren und die startet hier bei ihr in Oribos auf den Koordinaten 41, 69. Anscheinend soll Kalia auch mittlerweile in Ogrimmar warum stehen, aber hier in Oribos weiß ich sie sicher, dass sie da ist und die Quest heißt Berufung nach Lordaeron. Und das gibt dann auch ein Achievement, Rückkehr nach Lordaeron heißt es und das benötigt ihr. Das konnte man anscheinend damals mit allen möglichen Chars absolvieren, also ihr musstet da nicht ein Untoter sein. Ihr braucht aber diese Quest auf einem Untotenchar, ja? Sonst könnt ihr dementsprechend nicht die Folgequest annehmen für die Traditionsausrüstung. Heißt, die müssen wir jetzt einmal machen, auch ich habe die leider mit einem anderen Char gemacht, aber die skippen wir jetzt rein bis zum Ende von der und dann schauen wir uns die richtige Questreihe an. Sodala, also die alte Questreihe aus Shadowlands habe ich jetzt eben beendet mit meinem Untoten und ja, nach dem Ende der Cut-Sequenz, die da kommt, gibt es dann einmal die Questreihe Untote Einladung und das ist die erste Quest, die jetzt neu in Patch 10.1.7 ist und da müssen wir jetzt einfach mit Kalia quatschen. Wenn ihr die Questreihe hier am Stück macht, dann müsst ihr quasi einfach nur ein paar Meter hier rüber laufen. Wenn ihr die damals mit einem untoten Char schon gemacht habt, dann ploppt die wahrscheinlich automatisch auf, vermute ich. Und ja, müsst dann ebenfalls hier zu Lillian Voss bzw. zu Kalia laufen. Das machen wir jetzt mal, geben wir das einmal ab. Kommandant Belmont beobachtet den Feind an der Südmauer. Wir treffen uns dort und besprechen uns. Okay, wir müssen einmal zur Südmauer. Dann flattern wir da mal rüber. Sudala, sind wir einmal an der Südmauer. Jetzt quatschen mit dem mal. Ah, guck ein Video. Balaroten greifen an. Das ist ein Problem. Der scharlachrote Kreuzzug hat Teile des Silberwalds überrannt und eine Basis auf der Insel Fenris errichtet. Wir sind nicht genug, um sie zurückzuschlagen. Was? Aber wir müssen sie aus unseren Landen vertreiben und unsere Heimat schützen. Wir müssen kämpfen. Interesting. Sieg den Verlassenen. Ich werde das Hauptheer versammeln. Und ich werde Kalia und die Benjis zur Unterstützung rufen. Wir treffen uns dann am Grabmal. Gut, das müssen wir mit ihr hier quatschen. Ah, die hat ein Portal für mich. Hey, wo bin ich denn jetzt? Ah, das Grabmal, okay. Und jetzt müssen wir die Quest einmal abgeben. Den dunklen Waldläufern, so wie es aussieht. Seid ihr sicher, dass das nötig ist, Apothekermeister? Selbst unsere Verbündeten fürchten sich vor diesen Mixturen. Und wie es nötig ist. Dieses Rezept verteilt sich am besten durch Detonation. Und Spaß macht das auch. Okay, dann schauen wir mal, wie viel Spaß das macht. Möget ihr das Ziel treffen? Vertraut den Apotheker. Denkt daran, wenn es explodiert, heißt das, es funktioniert. Okay, wir helfen jetzt anscheinend nicht hier hinten, sondern müssen jetzt erstmal ein bisschen was testen, oder? Ah, nee, wir müssen was zusammensammeln. Hier müssen wir schon mal nicht rein. Jetzt gucken wir mal. Also, was brauchen wir? Wir brauchen
Bummkraut, 6 Stück. Dann benötigen wir verseuchtes Fleisch und Nachrichten an alle Untoten. Mhm, okay, aber irgendwo... Ach, das ist wahrscheinlich da irgendwo oben. Na, jetzt machen wir erstmal hier hinten was. Also, hier haben wir verseuchtes Fleisch von irgendwelchen Bären, die wir abluten können, so wie es aussieht. Oh, da sind schon mal einige andere. Ich würde sagen, dann holen wir uns erstmal das Bummkraut. Davon brauchen wir jetzt insgesamt 6 Stück. Dann müssen wir hier die Mobs töten, oder? Um das Fleisch zu bekommen. Ja, da haben wir, was haben wir? Wölfe, Rehe, alles Mögliche. So, Dola, ich habe jetzt inzwischen schon mal ein paar von den Mobs umgehauen und mir das Fleisch geholt. Beziehungsweise hier das Bummkraut, da brauche ich jetzt auch noch eins. Und ich hatte es gesehen, diese Nachrichten an alle Untoten zerstören, da muss man einfach nur an den Bäumen hier gucken. Da sind quasi die Nachrichten dran. Haben wir noch, da hinten haben wir noch so ein Kraut, das holen wir uns auch noch. Dann brauchen wir noch 2 Nachrichten. So, da hinten sehe ich es noch irgendwo glitzern. Also, ne, an dem Baum ist nichts dran. Also das zerstören wir noch kurz. Da ist auch noch was. Jetzt gucken wir mal. Naja gut, es war absehbar, dass ich hier was adde, ne? Also müssen wir die beiden noch kurz verräumen. Hex hat jetzt halt auch nicht das beste Gear, ne? Aber für sowas müsste es rein. Was hat der? 371 ist es ja, naja, so ein bisschen Erbstücke hat er auch noch an. Aber naja. So krass ist es hier nicht gescaled. Das passt bis jetzt alles. Gut, das geben wir jetzt alles mal ab. Also das hier. Benötigt ihr etwas? Seid ihr sicher, dass dieses Gebräu nicht unseren eigenen Leuten schadet? Wissenschaft ist immer riskant, aber es wird uns nichts tun. Mögt ihr inneren Frieden, nachdem ihr dem Leutnant die Rüstung angelegt habt. Werdet ihr unbemerkt ihr Lager betreten können. Denkt daran, dass selbst die scharlachroten Rekruten gefährlich sind. Sie dürfen den anderen nicht zur Verstärkung kommen. Was benötigt ihr? Begrüßt den Interesting. Okay, ich habe jetzt eine Benji ausgewählt und jetzt müssen wir einmal hier rüber. Okay, was müssen wir jetzt machen? Steht Leutnant, wie heißt der, Hai, ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht, aus dem Leutnant müssen wir die Rüstung klauen. Und dann haben wir hier die scharlachroten Rekruten müssen wir killen. Also, wo haben wir denn den Leutnant? Ah, da drin ist er. Oh, gerade noch getaggt. Gut, seine Rüstung haben wir. Dann können wir mal gucken, was macht die Banshee. Ach so, die heult dann und dann werden die in Angst und Schrecken versetzt. Okay, ja gut, aber ich will die ja umhauen. Gut, also jetzt killen wir mal noch 12 von denen und dann können wir wieder zurück. So, Dola, die Mobs habe ich weggehauen. Jetzt geben wir die Quest hier mal ab. Sind wieder zurück im Lager. Also einmal die Mobs, die wir getötet haben und auch seine Rüstung geben wir auch ab. Es gibt viel zu tun. Okay, jetzt müssen wir die Rüstung anziehen. Wer hätte das gedacht? Ja, das weckt Erinnerungen. Wir alle schämen uns für Teile unserer Vergangenheit, Lillian. Aber wir arbeiten vereint für eine bessere Zukunft. Vereint. Ach, können wir weitermachen? Ich will endlich die verbesserte Formel ausprobieren. Gut, dann nehmen wir das Fässchen mal mit. Ihr solltet gehen. Wenn ihr ihre Verteidigung geschwächt habt, trefft mich auf der Insel Fenris. Dann bringen wir die restliche Streitmacht. Gut, also dann flattern wir mal dahinter. Gut, dann sind wir beim Steg. Mal gucken, was hier so geht. Ups, das muss ich weg.
Starrt den Bootsmann stumm an, bis er das Boot für euch ruft. Ja, ich bin es, Leutnant, irgendwann. Okay, machen wir das erste Mal. Mal gucken, ob er das macht. Ja, Sir. Hier ist Ihr Boot. Seht mich bitte nicht so an, Sir. Okay, also das Anstarren hat schon funktioniert. Interessant. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier nicht fliegen, oder? Doch, ich kann fliegen. Interesting. Weil hier scheint das irgendwie so eine Stealth-Passage zu sein. Interesting. Interesting. Können wir jetzt auch nochmal anstarren. Ja gut, okay, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die platziert explosive Seuche und die Erzmagier müssen wir töten. Also die sehen mich anscheinend, aber ich kann hier halt auch fliegen. Also ist das alles ein bisschen... Weiß ich nicht. Untoten nähern sich. Muss ich es denn platzieren? Ach, ist das... Ah, da wo die Kugeln sind. Ich dachte, da darf ich nicht reinkommen. Ah, da sind... Ah, nee, okay. Da sind die Erzmagier, die muss ich umhauen. Wo muss ich jetzt genau die Seuche platzieren? Liegen wir da lieber mal zwischendurch. Nicht, dass das noch schief geht und die mich entdecken. In meiner Super-Duper-Verkleidung. Oh, shit. Soldaten des Scharlachroten Kreuzzugs. Die haben halt 900 K Leben, ne? Lordaerons. Bereit, es aus dem Griff der Untoten zu befreien. Stramm gestanden, Soldat. Okay, da haben wir auch noch ein Portal. Und dann müssen wir mal gucken. Da hinten können wir auch noch... Okay, da geht's noch weiter. Wollte gerade sagen, ich habe ja schon alles. Der wird mich jetzt enttarnen. Egal. Zu lange haben diese Monster die heiligen Lande unseres Volkes beschmutzt. Heute, damit ich mit einfach mitziehen kann. Ah, ne, es geht nicht. Was uns gehört. Ja, gut, dann haben wir da die Höllenbestie drauf. Aus der Welt tilgen. Solange ich nicht so einen Mob gepult habe, der ein paar hundert K Leben hat. Immer noch im Combat, aber mit was? Ach, da hinten ist auch noch einer. So, jetzt aber. Komischerweise kann ich die nur töten, während ich verwandelt bin. Okay, was haben wir da noch? Da ist noch der letzte Magier und dann müssen wir noch einen Spot finden, wo wir so einen solchen Fass platzieren müssen. Mittlerweile wird das ja alles einem schön auf der Map angezeigt, ne? Das ist gar kein Stress. Halt, da wäre ich jetzt fast reingeflogen. Macht euch bereit. Die Stunde der Prüfungen ist gekommen. Nur ihr steht zwischen dem Dunkel des Todes und dem Licht des Lebens. Interesting. Okay, ich bin bereit. Auf geht's. Gut, jetzt müssen wir die restlichen Verlassenen noch umratzen. Lasst ihr Blut fließen. Zu Diensten, my lady. Sie entkommen. Bleibt. Ihre Zeit wird kommen. Okay, die haben wir schon mal anscheinend verpasst, so wie es aussieht. Also wir müssen jetzt einmal den Balken komplett auffüllen.
Und ich vermute, danach müssen wir einen Boss töten. So, den Balken habe ich jetzt aufgefüllt. Dann hat sich automatisch das Questziel geändert. Und jetzt müssen wir einmal die anderen hier treffen noch. Ich lebe in den Interesting. Interesting. Wer hätte es gedacht, wir müssen den Endboss töten. Der Vergangenheit. Es ist, als stünden sie wieder vor mir und versucht, ihr Kommandant ist hier. Zeigen wir ihm, warum er hätte fliehen sollen. Oh, da ist so ein Champion. Kann ich die mitziehen oder sterbe ich da? Oh, da sind mehrere Elite-Mobs. Was aus euch geworden ist. Recht weiter. So geht ein. Könnte jetzt eklig werden. Ich habe meine CDs vorher bei den Mobs unten gezogen. Aber die scheinen jetzt nicht mit hochzukommen, also. Seht ihr nicht, dass die Welt ohne eure Verlassenen besser dran wäre? Gut, dann ratzen wir den jetzt weg. Ah, oder auch nicht. Sterbt im Licht! Wir werden bestehen! Ah, da hatte ich so einen extra Button, habt ihr gesehen, da kommst du aus dem CC raus. Wieder down. Schon alles. Wir haben die Insel zurückerobert. Versammeln wir uns und kehren zur Hauptstadt zurück. Okay, wo ist sie denn? Unten? Ja, aber da kann ich es jetzt nicht abgeben. Wahrscheinlich muss ich jetzt durchs Portal, oder? Ja. Scheint dezent buggy zu sein. Vielleicht ist sie jetzt... Ah, doch, jetzt ist sie gespawnt. Ah, guck mal an. Also, jetzt müssen wir einmal das Portal benutzen. Müssen wir mit ihm hier quatschen. Das sieht ja cool aus. Jetzt haben sie quasi die Schilde von den scharlachroten Kreuzzügen, ne? Beziehungsweise auch das Gear. Gut, dann geben wir einmal die Quest ab da hinten. Was verlangt ihr? Interesting. Ihr habt uns nicht nur nach der Seuche in unsere Heimat zurückgeholfen. Ihr habt sie auch verteidigt. Ihr verkörpert, was es bedeutet, verlassen zu sein. Sich mit unseren Mitteln um unsere Nächsten zu kümmern. Stärke. Entschlossenheit. Gerissenheit. Hoffnung. Gemeinsam bestehen wir. Ich glaube, das sind die untoten Power Ranger hier. Okay, und jetzt? Gut, dann können wir es abgeben. Und da gibt es jetzt einmal dann das Set. Das können wir uns dann gleich einmal angucken. So sieht das gute Ding aus. Aber Waffen gibt es dazu keine, so wie es aussieht, oder? Ne, ich habe nur das Assemble bekommen. Ja gut, dann transmoggen wir das natürlich auch. Wo haben wir denn unser Jack? Jack Chirac, da ist er. Dann gucken wir mal, dass wir da was Cooles drauf transmoggen. Also die Sets, ich habe das vorhin beim Nachtelfen gelernt, die sind relativ weit vorne anscheinend. Da haben wir's. Und ja gut, jetzt ist halt die Frage, ich bräuchte wahrscheinlich noch irgendeinen relativ coolen Stab, der da dazu passt. Ich guck mal, vielleicht finde ich nur irgendwas Tolles. So, dann schauen wir uns das Endergebnis an. Also da haben wir das Set. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und ich habe mich jetzt hier für diese Sense entschieden. Das ist, glaube ich, einmal eine Artefaktwaffe vom Hexenmeister. Die passt ganz gut dazu, weil sie auch so Zacken da oben drauf hat. Die Farbgebung ist relativ ähnlich, so ein bisschen matt-lila gehalten. Und ja, damit sind wir tatsächlich am Ende von dem kleinen
Transmog bzw. Traditionsausrüstungsguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne das nächste Mal wieder reinschalten. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.